Schön, dass ihr dabei seid. Ich zeige euch heute meine Top 5 für schöne, schlanke Beine. Dazu braucht ihr gleich einen Stab oder Besenstiel, den ihr zur Unterstützung verwenden dürft. Wir starten mit einem kurzen Warm-up. Dazu laufen wir ganz locker auf der Stelle. Rollt die Füße ab. Schwingt die Hüfte leicht zur Seite mit. Lasst die Arme noch locker hängen. Dann öffnen wir die Beine etwas, gehen in die Grätsche und neigt euch von rechts nach links. Wir ziehen den Stab leicht zur Brust, ziehen die Schultern zurück, Oberkörper leicht nach vorne nehmen. Zur Mitte zurück. Dann stellen wir den Stab auf eine Seite, nehmt den Arm an die Hüfte und hebt euer Knie ganz locker nach vorne, schwingt das Bein, zieht die Zehen leicht an und dann wechseln wir die Seite, das andere Bein. Das Knie locker nach oben, schwingt das Bein vor und zurück. Und wir stellen das Bein wieder auf. Dann nehmt ihr den Stab wieder nach vorne, macht die Arme lang und wir beugen im Wechsel die Beine locker nach hinten, schwingt den Unterschenkel nach oben. Fußgelenk bleibt locker. Und dann kommt zur Mitte zurück, lösen. Und dann legen wir los. Die erste Übung, meine Nummer 5. Wir gehen mit einem Bein nach hinten. Achtet darauf, dass die Beine hüftbreit bleiben. Wir gehen in den Ausfallschritt. Nehmen den Stab nach oben, halten ihn vor der Brust und gehen tief, ziehen den Bauch ein, bauen Spannung auf. Diese Übung machen wir statisch. Wir halten die Position und gehen nur mit dem Oberkörper leicht zur Seite. Dreht euch die Arme leicht gebeugt. Spürt die Spannung in der Beinmuskulatur, in den Waden, im Po. Dreht den Kopf mit zur Seite. Noch zweimal drehen. Und dann kommt nach vorne. Kurz die Beine lockern. Wir machen das Ganze noch zur anderen Seite. Wir nehmen wieder ein Bein nach hinten, den Stab nach oben. Wir gehen tief, haltet den Körper gerade und dann dreht euch zur Seite. Hinten die Ferse vom Boden lösen und vorne steht der ganze Fuß. Drehen und wieder zurück. Ein bisschen geht noch. Noch zwei. Und dann kommt mit dem Fuß nach vorne. Locker die Beine. Kurz durchatmen. Wir kommen zur nächsten Übung. Meine Nummer 4. Stellt euch ganz locker, nehmt den Stab außen, wir greifen mit den Handflächen, drücken den Stab zusammen, bauen Spannung auf und gehen in eine Grätsche. Die Zehen dürft ihr ganz leicht nach außen drehen. Wir gehen in die Kniebeuge, tief, schiebt dabei
den Po nach hinten und den Oberkörper nach vorne. Tief gehen und hoch. Und wir drücken den Stab ganz leicht zusammen. Tief gehen und hoch. Achtet beim Hochgehen darauf, dass ihr die Hüfte nach vorne bringt, den Po anspannt und wieder nach hinten tief geht. Sehr schön. Wir schaffen noch 5, noch 4, 3-mal. 2 und ein letztes Mal tief und komm nach oben. Sehr schön. Meine nächste Übung, die Nummer 3. Wir stellen den Stab auf eine Seite zu einem Bein, nehmen das andere Bein nach außen und verlagern unser Gewicht in Richtung Stab. Der Körper bleibt darüber. Ihr dürft euch ein bisschen aufstützen. Wir nehmen das Gewicht vom anderen Bein weg. Dann heben wir das Bein nach oben. Heben und wieder leicht auftippen. Oberkörper leicht nach vorne. Auch das Gleichgewicht muss ein bisschen arbeiten. Viele Beinmuskeln sind aktiv. Bein zur Seite und leicht absetzen. Klasse. Wir heben noch 3-mal. Ein letztes Mal. Setzt das Bein ab, kommt zur Mitte. Die Beine kurz lockern. Und natürlich machen wir noch die andere Seite. Nehmt den Stab nach drüben. Verlagert das Gewicht. Hebt das Bein. Und dann geht's wieder los, zur Seite, hoch und kurz auftippen. Oberkörper leicht nach vorne, Schultern tief lassen, ruhig atmen. Super. Und wir schaffen noch 5-mal, 4, 3-mal. 2 und der letzte nach oben und kommt zur Mitte. Nochmal lösen, die Beine auslockern, mal nach hinten beugen, durchatmen. Wir kommen schon zur Nummer 2 und zwar machen wir einbeinige Squats. Das heißt, ihr stellt euch hüftbreit, nehmt ein Bein nach vorne. Wir nehmen den Stab über den Kopf und halten ihn weg von den Schultern und wir gehen nach hinten tief und kommen hoch. Tief und hoch. Das Hauptgewicht ist auf dem Standbein, auf dem hinteren Bein. Das vordere steht nur ganz leicht auf der Ferse. Tief. Und hoch. Schiebt den Po zurück, den Oberkörper nach vorne. Den Kopf halten wir gerade. Ganz klasse. Wir schaffen noch 3, 2 und ein letzter. Tief gehen und lösen den Stab. Kurz nach unten, die Beine lockern. Wir machen das Gleiche natürlich noch mit dem anderen Bein. Den Stab nehmen wir dieses Mal zur Brust und schieben ihn, immer wenn wir tief gehen, nach vorne. Anderes Bein kommt nach vorne. Wir gehen wieder tief und hoch und wir schieben den Stab dabei nach vorne. Hauptgewicht auf dem hinteren Bein. Der Po geht zurück. Der Oberkörper nach vorne. Kopf gerade.
macht die Arme lang und kommt hoch. Ruhiger atmen, dynamische Bewegung, gleichmäßig. Sehr schön. Und wir schaffen noch dreimal. Tief gehen. Tief. Ohne letzter. Nach unten. Und wir lösen. Gleich habt ihr es geschafft. Meine Nummer 1 für schöne Beine. Zeige ich euch. Wir gehen mit dem Stab und dem Körpergewicht ein bisschen nach vorne. Der Stab ist jetzt eure Stützhilfe, ganz wichtig. Wir heben das Bein auf der Seite des Stabes nach hinten an. Der Oberkörper kommt nach vorne und wir halten die Position. Und das Bein geht nach hinten oben. Versucht dabei, den Beinwinkel gleich zu lassen. Wir schwingen nur das ganze Bein leicht gebeugt nach hinten. Und auch der Oberkörper bleibt ruhig. Super. Zieh nach hinten und komm nach vorne. Knie zur Brust und das Bein zurück. Da merkt man jeden Muskel. Aber wir schaffen noch dreimal. Noch zwei. Und ein letztes Mal noch nach hinten ziehen. Und stell das Bein auf, kurz lockern. Natürlich machen wir noch die andere Seite. Stützt euch vorne. Oberkörper absenken. Und wir nehmen das Bein nach hinten. Balancieren. Und gehen nach oben. Zieht das Bein lang. Der Winkel bleibt wieder gleich. Versucht den Oberkörper ruhig zu halten und den Kopf gerade. Wir schauen nach vorne. Zieht nach hinten. Super. Nochmal dranbleiben. Die letzten drei. Zwei. Und löst das Bein und ihr dürft nochmal auslockern, euch entspannen, durchatmen. Wir machen ein kurzes Cooldown, schließt die Beine, nehmt euren Stab an den Körper und wandert langsam nach unten. Lasst die Arme hängen. Die Beine sind lang. Und rollt euch wieder nach oben. Wir kreuzen das rechte Bein vor das linke. Das vordere Bein ist leicht gebeugt, das hintere bleibt lang. Und wir gehen nochmal tief. Wir ziehen ganz aktiv die Arme nach unten. Und rollt euch wieder auf. Wir wechseln das Bein. Das linke kommt nach vorne. Vorderes Bein gebeugt. Und wir gehen wieder tief. Rollen uns nach unten. Ziehen uns lang. Und kommen nach oben zurück, stellen den Stab auf und nehmen ein Bein nach oben, ziehen den Fuß in Richtung Po und das Knie bleibt unten, spürt eine leichte Dehnung im Oberschenkel, kurz die Position halten. Auch hier machen wir noch das andere Bein, hebt das Bein und zieht.
zieh den Fuß nach hinten. Nochmal halten. Und löst das Bein. Lockert euch, entspannt euch. Ihr habt es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Top 5 für schöne Beine. Und dann freue ich mich aufs nächste Training mit euch. Macht's gut!